Nur alle 4 Jahre treffen sich die Mitglieder des Zentral-Domba-Vereins zu Köln zu ihrer Hauptversammlung. Entsprechend groß ist der Andrang. Präsident Michael Hoffmann begrüßte in der Kölner Philharmonie auch Dompropst Gerd Bachner und die ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. In den vergangenen Jahren hat der ZDV wieder einen großen Beitrag zum Erhalt des Doms beigetragen. Wir geben Jahr für Jahr ungefähr zwischen 3,8 und 4 Millionen Euro in den Etat der Dombauhütte. Das sind 60% des Gesamtaufwandes der Dombauhütte für 100 Menschen, die dort arbeiten, plus Material. Erstmals stellt der neue Dombaumeister Peter Füssenich die aktuellen und geplanten Baumaßnahmen am Dom vor. Angst, dass den Mitarbeitern der Dombauhütte eines Tages die Arbeit ausgehe, habe der 45-Jährige nicht. Die Kölner haben ja immer Angst, dass der Dom fertig wird, weil man in Köln ja sagt, wenn der Dom fertig ist, geht die Welt unter. Ich kann an dieser Stelle alle beruhigen, es wird so schnell nicht passieren. Die Kölner Dombauhütte wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wieder und immer während am Kölner Dom arbeiten. Wir haben derzeit Planungen, die bis ins Jahr 2070 hereinreichen. Also mindestens so lange muss sich niemand Sorgen darum machen, dass die Welt untergeht. Der gebürtige Bonner ist seit Anfang des Jahres im Amt. Die finanzielle Unterstützung des Dombauvereins sei überlebenswichtig für den Dom. Der Kölner Dom ist tatsächlich ein Bauwerk, das ständiger Pflege bedarf. Man ist damit tatsächlich nicht fertig. Wirklich, wenn wir an der einen Stelle die Gerüste abbauen, bauen wir sie an der anderen Stelle schon wieder auf. Es ist wirklich eine dauerhafte Unterhaltung des Domes notwendig. Derzeit hat der Dombauverein 13.700 Mitglieder. Wenn es nach Präsident Hoffmann geht, sollen das im kommenden Jahr deutlich mehr werden. Und wir hoffen, im 175. Jahr, solange gibt es keine Bürgerinitiative, das ist unglaublich lang, 175 Jahre, möchten wir gerne 17.500 Mitglieder haben oder mehr. Um dieses Ziel zu erreichen, wolle man den Bekanntheitsgrad des Dombauvereins weiter erhöhen. Beispielsweise durch die Teilnahme am Rosenmontagszug. Und immer mit dem Ziel vor Augen, damit der Dom uns bleibt.